Über die Stilrichtung Fornamente haben wir schon berichtet. Vor kurzem wurde nun der entsprechende Kalender aus dem Sichtverlag vorgestellt und wir haben mit der Kamera bei der Präsentation vorbeigeschaut. Martin Müller, Industriedesigner und Multi, talentierter Künstler am Akkordeon und mit dem Fotoapparat. Letzteres anfangs eigentlich nebenbei, machte die Fotos für den Kalender. Jane Dudkowski unterstützte die Präsentation am Saxophon. Und Paul Gandhi sorgte in seinem Atelier in Wolmirstedt für die Überzeichnung der Fotos. So entsteht Fornamentik. Die Bilder, die sich zum größten Teil im Kalender wiederfinden, kann man übrigens noch eine Weile in der alten Werkhalle in der Halberstädter Straße 83 bis 85 sehen. Den Kalender gibt es für 14,90 Euro im Sich-Verlag Magdeburg. Und für die fachkundigen Gäste der Präsentation noch einige Ausschnitte aus Liebe, Licht und ein Kamel mit Peter Hofmann. Als ich einst zur Schul gegungen, wo die Buchen dick und breit, war zum Lernen nicht gedrungen von meiner Familigkeit. Gute Noten sollte ich haben, Mutter, Vater war das wichtig. In den Buchen sollte ich graben, doch das konnte ich nicht so richtig. Sie bettelten und schompfen sehr, ich sollte es mal versuchen. Und Augen rollten hin und her, wenn sie mit mir spruchen. Ich strung mich, wie ich konnte, an und wurde immer lichter. Und sehet mich nur heute an, heute schreibe ich Gedichter.